もちろん財布に入れてもちろん財布に入れてさけついつもりないのがつくりめてなんすけらべやすいジボニちゃんでもおてなおしたやでもねんげらみなだごらりあっぷすねさ Haben wir gedacht, die reißen das Gebäude ab. Sie wollten es, aber sie wollten es, aber jetzt steht es an der Decke mal drin. Ah, okay. Gibt es wieder ein Restaurant dann? Ja, ja, also die haben das so als, als Vereinzelkarte jetzt im Moment laufen. Ne? Ja, Sabi, ich habe dich schon mal versucht anzurufen, vor einer Stunde fast. Ja, ich werde etwa 10 Minuten später dort sein. Okay. Tschüss, bis dann. Jetzt wollen wir helfen, weil es ist nicht so kompliziert zu fahren. Ja, ja, das ist vielleicht ein Weg, glaube ich. Das ist so kompliziert zu fahren. Ne? Wenn man die Sache weiß, ich aber anders weiß ich nicht. Ich kann ich mal wieder reingehen, weil ich mal wieder reinmachen. Ne? Wechselt auch ständig. Ja. Wenn sie mal sehen, dann ist das. Also, was sie weggemacht haben, ist der Bahnhofhalten da hinten. Oder? Wie heißt der Bahnhofhalten? Der heißt der Bahnhofhalten, oder? Ja, ich habe keine Ahnung. Also, wie die Bahnstraße, diese Bahnhofhalten. Das ist mir da vorne ein Einzug gewesen. Ja, ja. Und das ist hier lang. Ne? Straße, also Bahnhof, die Straße, wenn Sie von der Halbstraße runterkommen, ne? Das ist Bahnhof. Ah, dort, die Winz, die Winz. Okay. Winz, da Geschichte, ja. Und wenn Sie dann, da haben Sie lange, längere Zeit versucht, dann Rechtsabbiegeverbot durchzusetzen. Ja. Das wurde aber irgendwie nicht akzeptiert. Dann hat auch jemand mal das Schild komplett normal schwarz. Ja. Und jetzt haben Sie es geändert, ne? Ist immer noch dort, oder? Nee, Sie haben es geändert, das ist weggezogen. Und jemand hat es weggeschraubt. Auch eine Schnapsidee, so. Ja, das ist. Wir haben nur Vollidioten bei uns in der Stadt. Ja, also man hat eine Änderung, ne? Also, was, wenn die Eltern, ja, also, so schmale Straße, das kann durchkommen, manchmal noch keine Einwahl, ne? Aber da können Sie mal fahren, verstehst du, können Sie in der Stadt mal fahren. Ja, natürlich, auch die größten Idioten in der Regierung, die man sich vorstellen kann. Sie wird immer höher. Sehr erstaunliches Tempo, ne? Ja. Dann vorne rechts. Ja, sicher, sicher. Ja. Naja, ich bin gespannt, ich bin jetzt nicht mehr so lange hier, so zwei, drei Monate noch, ne? Mhm. Ob ich dann nach Genf gehe. Müssen Sie noch Französisch lernen? Ja. Ja. Ja, aber müssen Sie aber gut Französisch können in Genf. Ja, ja, sprich keine Lösung, also. Hat er mir schon gesagt, ne? Aber, weil mein Französisch ist jetzt schon so gut wie das deutsche Wieler Taxi oder ausländische Taxi, ne? Das wird besser. Die Franzosen sind Chauvinisten, die werden eher eine andere Sprache sprechen. Ja, ich hab da schon so ein paar Sticheleien gekriegt in Richtung Hummels, ne? Ich habe berechnet sind, weil da können Sie kaum ein Wort Französisch und dort und die können perfekt Deutsch, aber Sie würden nicht Deutsch sprechen. Ja, ja, ja. Aber das, ich sag's doch gerne, das ist so wie die Eltern, ja? Gehen wir von Freiburg, ne? Wenn Sie da reinkommen und sprechen nur Deutsch, spricht keiner Deutsch, ne? Aber wir kriegen dann noch mit, dass Sie das da wirklich sprechen. Ja. Ich wollte ja in Colmar, ich wollte zuerst in Colmar dort fahren. Und dann haben wir so ein bisschen kundig gemacht in Colmar und dann also kein Mensch hat Deutsch gesprochen. Passamo! Maria, passamo! Passamo! Also ich in Colmar war aber fast alle Deutsch gesprochen. Ja, ja. Ja. Ja, ich denke schon, dass das meiste Deutsch kommen, oder? Gut, das ist insofern auch begreiflich, dass gerne Leute eine Abneigung haben wegen des Kriegs. Ja, ja. Ja, gut, das hat immer gewechselt. Das machen wir so. Okay. Aber innerhalb der Schweiz finde ich es blöd. Ja, ja. So reagiert. Jetzt habe ich dich fast noch zu früh alarmiert, weil ich schaffe jetzt was. Ja. Du bist gut durchgekommen, ne? Thank you.
bist doch nicht! Was ist das für eine Scheiße? Das kannst du voll vergessen. Das kannst du voll vergessen. Träume wieder was, ich weiß nicht, ey. Grauenhaft. Du musst anfangen. Thank you.